Im März 2015 startete die erste Crew der Segelrebellen zu ihrer Jungfernfahrt. Von Marseille ging es über Barcelona nach Mallorca. 10 Tage waren wir unterwegs und segelten über 400 Seemeilen. Nachts starteten wir zur ersten Etappe und bei viel Wind und Welle wurde der Spruch: Kotzen habe ich in der Chemo gelernt. Das hier ist nur halb so schlimm und macht sogar noch Spaß zum Running Gag. Segelrebellen ist Segeln, weil man kleiner Rebell ist, weil man sich das nicht bieten lässt von dieser Krankheit, vom Leben, so untergebuttert zu werden, rauszugehen, aktiv zu sein, sich in diese Situation zu bringen, wo jeder andere erwartet, dass man sich schont und man sich erholt und sich erstmal ruhig angehen lässt. Genau andersrum machen. Das ist das Rebellische. Ich habe diesen Sturm bezwungen, ich habe dieses Meer bezwungen. Und wenn ich das schaffe, dann kann ich alles andere auch schaffen. So alone, the fact that I don't have a home, but I have you, my friend. Die Ungeduld in mir, die ich jahrzehntelang hatte, die ist auf dem Wasser wie weggeblasen. Das ist große Weite, Freiheit, Natur. So eine innere Ruhe, die man bekommt. Also wenn man gerade, wenn man nur das Meer sieht, diese Weite, dann wird man innerlich ganz, ganz ruhig und gelassen und ja. Krankheit an sich, das ist vielleicht wie so ein Tsunami. Zieht einen den Boden unter den Füßen weg, aber irgendwie schafft man es dann doch durch. Wenn die Krankheit kommt, damit rechnet man ja vorher auch nicht. Selten ist es ja irgendwas, was man tatsächlich merkt, sondern man geht zum Arzt und sagt, irgendwas ist komisch und der untersucht dich und sagt, zumindest war es bei mir so, du hast einen Hirntumor. Ja, und was ich halt so schlimm finde, dass irgendwie die Folgen so vergessen werden. Also das finde ich, das geht total unter. So, der Krebs ist besiegt so. Genau, und dann, ja, und dann geht es nämlich jetzt richtig los. Du bist immer noch schlapp, du bist immer noch vergesslich, musst dir alles aufschreiben. Und schaust vielleicht gesund wieder aus, aber... Genau, man sieht es dir nicht mehr an. Bosporus, 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 this is Roxana calling. Wenn es einem dreckig geht, weil einem die Seekrankheit ins Gesicht geschrieben steht, trotzdem sich durchkämpft, ja, wenn man sich vorgenommen hat. Cool. Marseille nach Mallorca über Barcelona, von Stadt zu Stadt, überall schön was, ne? Überall schön irgendwo hinsetzen, ins Warme. Kaffee trinken. Das ist dann doch ein bisschen anders ausgefallen, als wir dann über Nacht gefahren sind, 20 Stunden den ersten Trip und wir alle über der Reling hängen. In dem Moment dann einfach zu sagen, ich mach's jetzt. Ich stehe mein Mann, bleib am Steuer und bring das Schiff sicher in den Hafen rüber. Und genauso ist es im Prinzip auch mit der Krankheit. Wenn man da unten im Bett liegt und weiß, oh, da oben steuert Andrea, traue ich ihr das? Nein, also man muss sich ja, also man vertraut dem anderen ja auch das Schiff und allesamt an. Yeah, say, now you got to hold on. To burn this fire, and when the music plays, I can hear your heartbeat saying that you need a good friend, like a sister or a brother. Live up, Jah people, live up, Jah people, yeah, oh, yeah. Got to hold on. Das hier ist für mich extrem anstrengend, wenn ich an der Winch stehe und kurbel oder ziehe. Aber es geht. Und das ist auch anstrengend für Leute, die jetzt keine Probleme mit der Lunge haben und das gerade zum ersten Mal machen.
Die Krebspatienten sind halt auch irgendwie zu 70-80% schon alt. Und dementsprechend haben die Fachärzte halt auch nicht ein Wissen, dass es da OGRs für junge Leute gibt oder Segelreisen oder sowas. Das ist halt für die kein Thema. Beschäftigen sich viele Leute auch nicht damit. Und wir sagen jetzt, hallo, wir sind hier und wir gehen auch noch segeln. Hier ist so, wenn du da erstmal mit angefangen hast und den Hafen verlassen hast, dann gibt es kein Zurück mehr. Dann bist du halt einfach äußeren Kräften ausgesetzt, mit denen du dann klarkommen musst und gegen die du dann ankämpfst. Und ja, das noch ein zweites Mal zu durchleben, aber auf eine positive Art und Weise, hilft, denke ich, den Leuten. Außerdem kommt halt auch diese Entspannung dazu, die das Meer einem gibt. Africa.